Ey Leute, was geht, euer Wizard am Start? Warum das nicht mein ganzer Hintergrund ist, spielt keine Rolle. Ich sitze gerade auf einem gemütlichen Sitzsack und heute geht es darum, eine Basis zu schaffen. Darum habe ich diese Schüssel hier. Eine Basis, Leute. Eine Basis zu einem richtig geilen Frühstück. Und das mache ich jetzt mit euch. Was brauchen wir zuerst? Da habe ich ein Joghurt, ein Naturjoghurt, wenig Fett, viel Eiweiß von Skyr. Das soll jetzt keine Werbung sein, ich kriege nichts dafür bezahlt, aber das ist einfach so ein festeres Joghurt. Ich glaube, das ist ein inländischer Art, ein Naturjoghurt nach inländischer Art. Machen wir gleich auf. Das jetzt wieder ausschaut, das ist eine festere Pampe. Und dann tut man hier. Da muss man gut balancieren können, weil ich das auf mein Knie mache und weil ich keinen Tisch habe. Das ist sehr gefährlich, Frühstück machen. Ich wackel auch schon ziemlich. Okay, ich halte es ein bisschen fest einfach. Dann gibt man hier das hier rein, obwohl es nicht gut funktioniert. Weil das ist eben, wie man sieht, schau Leute, das ist so ein festeres Joghurt. Das ist ganz wichtig für das Frühstück. Aber wie schon gesagt, das wird nur die Basis. Da kann man noch viel mehr machen. Ich zeige euch mal die ersten Schritte und dann könnt ihr selber kreativ sein. So, jetzt habe ich die Basis. Und dann brauchen wir noch, Marke ist scheißegal, das ist keine Werbung, aber Ahornsirup ist ganz wichtig. Ahornsirup macht das Ganze. Hier seht ihr, liebe Leute. Da tun wir ein bisschen was drauf, kann ruhig mehr sein. Jetzt haben wir das da drin. Und dann muss man das Ahornsirup, das tut man dann schön rühren. Man darf nie aufhören zu rühren. Einen Moment bitte, liebe Leute. Da habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Ahornsirup erwischt. Aber wenn man das immer weiter rührt, dann ist man da flüssig. Warte, gleich habe ich jeden Moment bin ich fertig mit dem Rühren. Ich sag's euch, Leute. Einen kurzen Moment noch beim Rühren zuschauen und schon. Das ist cremig, Leute. Das ist Creme de la Creme, das ist einfach cremig jetzt. Da schaut's, wie cremig das ist. Und da kann man dann Früchte oder so reingeben, da kann man Zimt drauf geben, da kann man Haferflocken oder so drauf geben. Das ist einfach nur die Basis. Und die Basis, ich koste einmal bei euch. Das ist das geilste Frühstück, was es gibt. Es ist einfach Protein, das habe ich vorher noch nicht gesagt. Oder doch. Es ist ein Naturjoghurt. Mit viel Protein, wenig Fett, also viel Eiweiß. Und ja, wenn man das nachmacht, seid kreativ, es passt. Obst passt auf jeden Fall genial dazu, Haferflocken wahrscheinlich auch. Oder was auch immer, von mir aus Chiasamen oder keine Ahnung, was auch einfach ist. Von mir aus Smarties, wo das vielleicht nicht so gut passt, aber Leute, ich werde das jetzt zusammen essen und vorspulen, einfach irgendwelche Geräusche daneben machen. Vielleicht brauche ich es dann fürs Video, vielleicht füge ich es ein. Darum schaut man einfach zu beim Essen. Weil ich habe eh nicht so viel gemacht. Und das Gute ist, man kann sich entscheiden, wie viel man davon nimmt. Da kauft man sich so eine große 500 Gramm Dose Joghurt. Ahornsirup hat man jeden Tag, da kommt man easy 3 Tage zum Frühstücken. Also braucht man ja nicht so viel in der Früh. Ich esse normalerweise gar nichts in der Früh. Aber das da, wenn ich aufstehe, da hat man einfach die Proteine, da hat man Zucker dabei mit dem Ahornsirup, dass man einfach voll fresh das macht. Ich bin ein bisschen schief die ganze Zeit. Auf jeden Fall geiles Frühstück, geile Basis für ein Frühstück. Macht es nach, schreibt es mir in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Lasst ein Like und einen Daumen hoch, wenn ihr mehr Kochvideos sehen wollt. Ich habe mir jetzt überlegt, wo ich so Backvideos oder so jetzt auch mache, hin und wieder am Freitag. Aber schauen wir mal, wie es ankommt. Okay, das war's, meine lieben Freunde. Und peace out.